Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und hier kannst du dir meinen Kanal-Trailer anschauen und sehen, was auf meinem Kanal los ist und ihn bei Bedarf kostenlos abonnieren. Den Abo-Button findest du direkt hier unten und direkt daneben ist die Glocke. Wenn du die aktivierst, verpasst du auch kein Video mehr von mir. In diesem Video hier oben haben wir die Latte Senseo Duo zusammen ausgepackt und auch ausprobiert, ob das alles so funktioniert. Das hat wunderbar geklappt. Nach wie vor Spaß an der Maschine. Ich habe sie jetzt schon eine ganze Zeit. Ich würde sagen, wir legen los und ich zeige euch die Entkalkung. So, heute ist es soweit. Meine Senseo muss entkalkt werden. Ich habe sie jetzt knapp 3 Monate und aus diesem Grund habe ich mir jetzt schnell noch einen Kaffee gemacht, weil ich keine Ahnung habe, wie lange das jetzt dauert. Ich habe jetzt hier einfach auch mal eine Uhr hingestellt, um zu sehen, wie lange brauchen wir dafür. So, dann fangen wir jetzt erstmal mit dem Entkalken an. Ich habe mir jetzt meinen Kaffee gemacht. Das ist auch ganz gut, da wir zum Entkalken den Kaffeepad benötigen. Also wir müssen hier oben den Einpad-Halter einsetzen mit einem benutzten Kaffeepad. Das haben wir dann schon mal fertig. Dann nehmen wir 1 Liter Wasser. Habe ich jetzt schon mal hier vorbereitet. Und ich habe jetzt hier bei dem Set ja den Philips Entkalker dabei gehabt. Ihr könnt natürlich auch andere Entkalker nehmen. Ich nehme ansonsten immer so einen flüssigen Zitronenentkalker. Dann hätte ich dieses Granulat nicht. So rühren wir das jetzt erstmal ein. Atmen das natürlich nicht ein. Lassen das jetzt ein bisschen auflösen. Und an dem Blinken seht ihr auch, ich habe gerade meine 3. Tasse gemacht. Das heißt, der Wassertank ist so gut wie leer. Den Rest schütte ich jetzt eben noch aus. Den Behälter können wir ja auch hinstellen. Das finde ich ja ganz praktisch bei dem Gerät. Schaue ich mal, inwieweit sich das schon aufgelöst hat. Und dann gebe ich das da rein. Fülle bis maximal. Das sind 900 Milliliter. Jetzt kommt das hinten rein, ganz normal. Ihr schaltet die Maschine an zum Aufheizen. Und ihr seht hier hinten auch die Leuchte, dass die Maschine verkalkt ist. Die fängt an zu leuchten dauerhaft, wenn ihr entkalken müsst. Und genau da drücken wir dann auch gleich drauf, wenn es losgeht. Wir nehmen hier unten den Tassenhalter ab und können dann unser Litermaß einfach hier drunter stellen, damit das Wasser dann auch dementsprechend aufgefangen werden kann. Und jetzt brauchen wir nur auf die Entkalkertaste zu drücken, also gedrückt halten, bis die Maschine startet. Ich habe es 2-mal gepiept und sie fängt alleine an zu laufen. Und macht das dann, wenn es so wie bei den anderen Senseo ist, immer so schrittweise, heizt zwischendurch immer mal wieder auf. Und wir gucken jetzt, wir haben jetzt 12.12 Uhr. So, jetzt wo mich fast die Geduld verlassen hätte, es sind jetzt 4 Minuten vergangen, jetzt läuft sie erst weiter. Und auch wieder nur ein kleines bisschen. Also das wird jetzt wahrscheinlich etappenweise immer so weitergehen, damit das auch einwirken kann. 18 Minuten sind jetzt vergangen. Ich schwenke für euch einmal hier nach unten. Das habt ihr ja gar nicht gesehen. So, da seht ihr, so sieht das dann in dem Auffangbehälter aus. Also das ist eine langwierige Angelegenheit. Mittlerweile sind fast 500 Milliliter durchgelaufen. So, der Vorgang ist jetzt beendet. Die Leuchte blinkt hier oben, das heißt, das Wasser hinten ist leer bzw. am Minimum angekommen. Ich reinige jetzt hinten den Wasserbehälter komplett, spüle ihn aus. Ich habe den Behälter jetzt sauber gemacht und mit Wasser nachgefüllt. Den Behälter hier einmal ausgeleert. Jetzt blinkt immer noch hinten die Kalkleuchte und das heißt, ich starte jetzt neu mit dem normalen Wasser. Ich sehe jetzt gerade, wenn ihr das macht, nehmt bitte auch diesen Pinöckel hier ab. Jetzt ist nämlich auch hier in den Behälter was reingelaufen. Das heißt, ich muss natürlich den Schlauch jetzt auch einmal durchspülen und auch den Behälter. Ich schütte das Wasser wieder weg. Fülle nochmal klares Wasser nach. Da die Lampe immer noch blinkt, drücke ich jetzt noch mal drauf. Ich denke, ein weiterer Spülgang erfolgt. Wir füllen erneut Wasser nach
Und ich drücke nochmal drauf. Endlich ist sie aus. Wir haben 13.15 Uhr. Gestartet bin ich um 12.12 Uhr. Circa eine Stunde braucht ihr dann auch wirklich fürs Entkalken. Ich hoffe wie immer, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal, eure Sophie.